So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Wir sind beim nächsten Booster Modern Horizons 1. Muss man ja mittlerweile sagen. Vorher war es Modern Horizons, mittlerweile ist Modern Horizons 1. Mal gucken, wie unsere Hassbeziehung mit Modern Horizons 1 sich weiter ausprägt, nachdem Modern Horizons 2 gar nicht so kacke war, tatsächlich, wie ich gedacht habe. Fängt gut an. Magmatic Sinkhole. 6 Mana mit Delph. Wir fügen 5 Schaden der Kreatur am Spieler, Planeswalker zu. Spieler wäre stark. Bellowing Elk, 4 Mana 4-2. Und solange man eine andere Kreatur kontrolliert, hat er Trampel und ist ein Zerstörer. Ne, wenn eine andere Kreatur ins Spiel gekommen ist. So. Shelter, 2 Mana Instant und eine Kreatur unserer Wahl kriegt Schutz von der Farbe unserer Wahl mit Draw Card. Twin Silk Spider, 3 Mana 1-2 Reach. Und wenn die stirbt, kriegen wir einen 1-2 grünen Spider Token mit Reach. Normalerweise waren das immer die Shadow, die waren dann schwarz. Bogarden Dragonheart, 3 Mana 2-2. Man kann eine andere Kreatur opfern und der wird zum Drache 4-4 mit Eile und fliegt. Return from Extinction, 2 Mana Sorcery. Man bringt entweder eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand oder. Nee, Choose One. Oder man bringt 2 Kreaturen zurück auf die Hand, die einen Kreaturentyp gemeinsam haben. Okay. Prohibit! 2 Mana Instant mit 2 Mana Kicker. Man countert einen Zauber, es sei eine Wehrschaft. Ne, Mana kosten 2 oder weniger. Mit Kicker, wenn man Bonus bezahlt hat, countert man mit 4 oder weniger. Amorphous Axe. 2 Mana Equippe eine Kreatur. Die equippte Kreatur kriegt plus 3 plus 0 und hat jeden Kreaturentyp equippen für 3. Ransack the Lab. 2 Mana Sorcery. Man guckt sich aus den 3 Karten seine Bibliothek an. Legt einer von in die Hand und den Rest unter in seinen Friedhof. Okay, das ist nicht schlecht. Unsere erste Ankommen ist Abominable Treefolk. 4 Mana XX Trampel. Und stärken wir schon fast gleich der Snow Permanence, die man kontrolliert. Wenn man sich daran erinnert, wir hatten Anfang 2021 mit Kaltheim nochmal so ein bisschen Snow. Aber hier war relativ viel Snow drin. Und wenn es ins Spiel wegkommt, tappen wir eine Kreatur. Die Gegner kontrolliert, sind tappt nicht während des nächsten Tapp-Segments. Shatter Assumption, 3 Mana Sorcery. Man sucht sich eins aus, ein Spieler wählt die Karte, zeigt die Karten von seiner Hand vor, man legt alle Colorless Non-Land Cards davon oder alle Multicards, also alle farblosen oder alle Multikarten kann man abwerfen lassen. Das war unsere zweite Rare, unsere dritte Rare Ankam. Unsere dritte Ankam ist Exclude, 3 Mana Instant Counter-Target Creature Spell. Das übersetze ich nicht auf Deutsch. Draw a card. Und unsere Rare ist Winds of Abundant. So, Abaddon. 2 Mana, man exiliert eine Kreatur, die man nicht kontrolliert. Für jede Kreatur, die auf diese Weise exiliert wird, darf der Gegner ein Standardland aus seinem Deck getappt ins Spiel bringen. Oder, ja, getappt ins Spiel bringen und dann sein Deck verschaffeln. Mit Overload für 6 Mana können wir alle Kreaturen, die wir nicht kontrollieren, exilen. Super gute Stärke fürs Commander. Ich habe sie, glaube ich, noch nicht im Commander. Ich tue sie mal in meinen Commander. Dann haben wir ein Snow-Covered Plains, wunderschön, und eine Foil, den Fiaschino Sandspinner, 3 Mana 4-1 Trampel Eile. Im Endstep geht er zurück auf die Hand mit Cycling. Kann ich mal kacke. Ah ja, stimmt, dann haben wir noch eine Art-Card und eine Token-Card. Hier sind so viele Add-on-Karten drin. Ja, Modern Horizons 1, vermutlich das letzte oder eins der letzten, die ich auf diesem Channel aufmache. Dementsprechend Gott sei Dank, es war nicht allzu enttäuschend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksaid. Ciao, ciao.